Wenn man mal nicht den Preis beachtet, der bei praktisch 99,9% aller Kryptos genauso stark unten ist, dann hatte VeChain eines der stärksten Jahre überhaupt. Spezifisch was die Entwicklungen, Fortschritte und Meilensteine angeht. VeChain ist eine Krypto, die still und leise im Hintergrund seine Arbeit leistet, ohne auf Hypes zu setzen und somit gleichzeitig auch die Gelder der Investoren in Gefahr zu bringen, wie ein Lunas in der Vergangenheit tat. Hier werden wirklich starke, langfristige Fundamente aufgebaut, mit einer echten Technologie, die in der realen Welt genutzt wird. Im heutigen Video gibt es kurz und kompakt einen kleinen Recap des Jahres 2022 von VeChain, einen Ausblick in die Zukunft und warum VeChain meiner Meinung nach eine der unterbewertetsten Kryptos auf dem Markt ist und womöglich Millionäre schaffen wird, wenn es alles so umsetzt, wie es das könnte. Beginnen wir mit Was ist VeChain? Ganz kurz. VeChain ist eine dezentralisierte öffentliche Blockchain-Plattform auf Unternehmensebene, die von Unternehmen zum Aufbau neuer Anwendungen genutzt wird. Sie nutzt die Blockchain-Technologie zur Verwaltung von Lieferketten zum Beispiel. Darüber hinaus handelt es sich um ein Unternehmensökosystem, das die Probleme der Fälschung des Produkt- und Informationsmanagements in Lieferketten lösen soll. VeChain kombiniert das Internet der Dinge, IoT, mit der Blockchain-Technologie, um eine Plattform für End-to-End-Lösungen für die Lieferkette zu schaffen. VeChain zielt darauf ab, die Transparenz zu verbessern und so das Betrugsrisiko zu verringern. VeChain entstand als Reaktion auf Probleme, mit denen Unternehmen beim Kauf und Verkauf von Waren konfrontiert waren. Eine solche reale Funktion wäre zum Beispiel die VeChain-Plattform, die Anbietern die Möglichkeit bietet, ihre Lieferkettenvorgänge in Echtzeit zu verfolgen. So können die Verbraucher sicher sein, dass sie echte Produkte kaufen. Doch VeChain ist schon lange nicht mehr nur eine Krypto, die sich auf Lieferketten konzentriert. Mittlerweile kann und macht VeChain viel, viel mehr. Bei der Bereitstellung bahnbrechender Blockchain-Technologien, die der Wirtschaft und den Menschen dienen, ist VeChain führend. Gegründet wurde die VeChain Foundation bereits 2015 und ist somit ein absoluter Krypto-Dino in diesem Bereich. VeChain will eine bessere digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen ermöglichen, indem es ihnen neue Werkzeuge für einen effizienten Datentransfer und ein effizientes Supply Chain Management an die Hand gibt. Die Wichtigkeit der Zukunft. Blicken wir auf die Zukunft der Welt, gibt es ein zentrales Thema, welches immer wichtig sein wird, egal in welchem Bereich: Grünheit und Nachhaltigkeit. VeChain ist hier im Kryptoraum ein absoluter Vorreiter und somit extrem gut für die Zukunft gewappnet. Die Blockchain-Technologie von VeChain ist ein leistungsstarker Wegbereiter für nachhaltigkeitsorientierte Ziele. Sie bietet schnell einsetzbare Lösungen, Transparenz und schafft Verantwortlichkeit, wo es bisher keine gab. Dank der langjährigen Entwicklung und Weiterentwicklung ihrer bahnbrechenden Technologien können Sie jetzt schon mit Stolz auf bedeutende Erfolge bei der Unterstützung großer Organisationen bei der Lebensmittelsicherheit und der Förderung von mehr Gerechtigkeit auf dem gesamten Planeten verweisen. Man stelle sich nun die Zukunft vor, wo dies umso wichtiger sein wird und wo VeChain bereits vollständig vorbereitet sein wird. Erst kürzlich gab VeChain Folgendes bekannt. VeChain arbeitet an grünen Initiativen mit der Regierung von San Marino. Seine gesamte Blockchain erzeugt nur 4,58 Tonnen Kohlenstoffemissionen, was den Emissionen entspricht, die beim Mining eines einzigen Bitcoins entstehen. In diesem Jahr erreichte VeChain zudem einen seiner größten Meilensteine mit dem Proof of Authority 2.0 Protokoll, was praktisch eines der größten Upgrades jemals für seine Blockchain war. Und dies inmitten eines tiefen Bärenmarktes und tiefen weltweiten Rezession, wo viele andere Krypto-Projekte plötzlich nichts mehr von sich geben und die Entwicklung stockt. Auch die Zahlen von VeChain sehen sehr gut aus, da man als Foundation sehr viele Reserven hat, um noch jahrelang problemlos durchzukommen, selbst ohne neue Einnahmen. Hier wird auf jeden Fall auch das Team professionell und gut geführt. Das Jahr 2023 für VeChain. Vor kurzem gab VeChain eine Roadmap für 2023 und Anfang 2024 bekannt. Und diese hat es in sich. Nach der Eröffnung des neuen Technologiezentrums der Stiftung in Dublin, Irland, hat sich die Entwicklungskadenz erheblich erhöht. Mit mehr Leuten an Deck kann an mehr Initiativen parallel gearbeitet werden. VeChain sagte dazu selbst: Unsere digitalen Ökosysteme befinden sich schon seit einiger Zeit in der Entwicklung. Seit 2018, nach der Einführung des Digital Low Carbon Ecosystems, arbeiten wir auf das Ziel hin, digitale Ökosysteme in großem Maßstab zu schaffen, die die Teilnahme von Unternehmen und der Öffentlichkeit belohnen und Anreize bieten und die Macht von vertrauenslosen Daten nutzen, um Transparenz und Vertrauen zu schaffen. Auf der Messari Mainnet 2022 wurde bekannt gegeben, dass VeChain im ersten Quartal 2023 ein neues White Paper mit dem Fokus auf nachhaltige, digitale Ökosysteme veröffentlichen wird.
Digitale Ökosysteme haben sich als besonders attraktiv für Geschäfte, Unternehmen und Regierungen erwiesen, die einen immensen Wert in ihnen sehen. VeChain stellte auch umfangreiche Upgrades zu vielen Aspekten des VeChain-Technologie-Stacks vor, um die vielseitigste und realitätsnahste öffentliche Blockchain der Branche zu werden und gleichzeitig neue und alte Community-Entwickler und Nutzer zu befähigen. Unsere neue Wallet wird zum Beispiel in dieser Zukunft eine Schlüsselrolle spielen, indem sie Neulingen im Ökosystem einen reibungslosen und einfachen Einstieg ermöglicht. Ein weiteres Thema, das VeChain ansprach, waren die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Gesundheitswesens. Bis heute hat VeChain in diesem Sektor beträchtliche Erfahrungen gesammelt und Projekte in Bereichen wie IVF, Onkologie, Labortestergebnisse und Rückverfolgbarkeitssysteme für klinische Studien entwickelt. Alles unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und in Europa in Übereinstimmung mit der GDPR. VeChain gab dazu ein Update zu eHCERT, einer medizinischen Anwendung, die erstmals 2020 angekündigt wurde und derzeit von zwei privaten Krankenhäusern in Zypern genutzt wird. Nach 2 Jahren der Nutzung hat die kostenlose Anwendung ihre Wirksamkeit in einer realen Krankenhausumgebung unter Beweis gestellt und soll ab 2023 noch viel umfangreicher genutzt werden weltweit. Stellt euch mal vor, solch eine Technologie beweist sich international. Was für ein massiver Nutzen alleine solch ein Nebenbereich VeChain bringen könnte, das ist unglaublich. Diverse Firmen und Projekte, die mit VeChain kollaborieren, gaben zudem kürzlich Updates als Teil von VeChains Roadmap. Decent H&S stellte seine auf Gesundheit und Sicherheit ausgerichtete Plattform vor, die VeChain Tor nutzt, um die Vermögenswerte eines Unternehmens auf einem bestimmten Grundstück oder in einem bestimmten Gebäude zu digitalisieren. Electi kündigte seine Partnerschaft mit VeChain in einem LinkedIn-Post im September 2022 an. Das Team von Electi ist auf die Entwicklung spezialisiert und unterstützt VeChain bei der Entwicklung neuer Smart Contracts und technischer Funktionen, einschließlich neuer Tools und Entwicklerbibliotheken, die Teil der Mission von VeChain sind, das Bauen auf Blockchain unglaublich einfach und leistungsstark zu machen. Ein weiteres Ziel von VeChain ist die Verhinderung der Abholzung von Wäldern mit NFT-Technologie. Ein aufregender und innovativer Anwendungsfall, der sich in der Entwicklung befindet, wurde ebenfalls vor kurzem bekannt. Die Verwendung von VeChain Tor zur Bekämpfung der Entwaldung. Durch die Kombination von IoT, NFT und Blockchain-Technologie schafft dieses Team digitale Zwillinge für Bäume. Ein digitales Gegenstück, das Veränderungen in Echtzeit überwachen und verfolgen kann und so eine schnelle Reaktion auf illegale Aktivitäten ermöglicht. Das könnte auch riesig sein. Diese Art von Technologien versprechen leistungsfähige Werkzeuge für Gebiete auf der Welt, in denen die illegale Abholzung katastrophale Folgen für die biologische Vielfalt hat, wie zum Beispiel im Amazonas-Regenwald. Als Fazit sagte VeChain: Die VeChain Foundation ist stolz darauf, ein wichtiger Akteur bei der Förderung der Einführung der Blockchain-Technologie in der realen Welt zu sein. Der Fokus der Stiftung auf Compliance, die Beziehungen zu führenden globalen Beratern wie DNV und die bewährten Fähigkeiten in der Praxis machen sie zu einer einzigen realistischen Wahl für Unternehmen und Organisationen, die ernsthaft an der Entwicklung von Anwendungen in der realen Welt interessiert sind. Die VeChain Foundation bleibt äußerst zuversichtlich, was ihre Position in dieser neuen, von der Blockchain geprägten Welt angeht und freut sich auf die vielen spannenden Initiativen und Entwicklungen, die im Jahr 2023 anstehen. Bevor es weitergeht, möchte ich euch noch ganz kurz meine Gruppen vorstellen. Seit über 2 Jahren betreibe ich meine Telegram- und Discord-Gruppen, in denen es mittlerweile tausende Mitglieder gibt, die unter anderem seit Jahren dabei sind und extrem zufrieden mit meiner Arbeit sind. Ich verstehe, wie man sich in diesem Markt fühlt. Man fühlt sich manchmal verloren, hat keinen Anhaltspunkt, die Verwandten und die Freunde machen sich über Kryptos und die Investitionen lustig oder haben keine Ahnung von der Materie. Man möchte sich am liebsten einfach nur unterhalten, sich selber bilden, Fragen stellen, wissen, was gerade passiert. Wenn es mal wieder dippt, wenn es mal wieder steigt, ob man gerade gut kaufen kann, was man gut kaufen kann, das sind Fragen, die sich jeder stellt, nur haben die wenigsten die Möglichkeit, sie zu stellen und gut beantwortet zu bekommen. Deshalb habe ich vor fast 2 Jahren meine Gruppen gegründet und sie sind nicht grundlos die erfolgreichste, größte und am längsten laufenden Kryptogruppen im deutschsprachigen Raum. Ich biete euch einen Channel, in dem es nur meine Nachrichten und Signale gibt, was ich kaufe, was ich verkaufe, wann ich es kaufe oder verkaufe, zu welchem Preis. Eine umfangreiche Liste mit diversen Kategorien von Kryptos, die ich gut finde und alle Listen werden stetig aktualisiert. Täglich die wichtigsten Marktnachrichten, Erklärungen für alles, was im Markt passiert, wie man handeln sollte. Ein umfangreicher Discord-Server zum Lernen, wo man vom Anfänger zum Profi ausgebildet wird. Und das Beste ist, alle Mitglieder ziehen an einem Strang.
Viele Leute sind schon seit über einem Jahr dabei und extrem gebildet im Wissen und in der Psyche. Fragen werden beantwortet und einem wird geholfen. Hier gibt es keine Moonboy- oder Lambo-Investoren. Hier wird kein Mist beworben, um Geld an euch zu verdienen. Das ist keine Komm in die Gruppe und in ein paar Tagen hast du ein Lambo. Das ist eine Komm in die Gruppe, überzeuge dich selbst. Und wenn du langfristig an die Sache glaubst, wird sie dir zu 100% dazu verhelfen, deinem Ziel der finanziellen Freiheit näher zu kommen in den nächsten Jahren. Die Mitgliedschaft ist monatlich und hält die Bots und unseriösen Investoren ab. Die Mitgliedschaft ist zudem monatlich kündbar, somit kann jeder sich zuerst testweise überzeugen, ob die Gruppen ihm weiterhelfen oder nicht. Der erste Patreon-Link in der Videobeschreibung führt euch zur Mitgliedschaft. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst bitte ein Like und Kommentar, um mich zu unterstützen und das Video zu pushen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos. Und vergesst nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung. Und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.